Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Werbers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Tagebuchserie, das Shadow Reef. Was ist passiert, was ist nicht passiert in dem einen Monat? Es ist einiges passiert. Ich war im Urlaub, ich habe eine neue Pumpe, es ist ein Sensor ausgefallen. Ich musste Werte anpassen und. Es ist also viel passiert und somit haben wir auch einiges zu erzählen. Also, fangen wir direkt mal an. Ja, fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Das Becken steht noch. Es ist wieder, ja, ich sag jetzt mal so, wie es sein soll. Ich hatte tatsächlich kleine Probleme gehabt, die ich aber erst nach dem Urlaub tatsächlich festgestellt habe. Also erstmal war ich eine Woche in Urlaub. Insgesamt 8,5 Tage war ich weg. Und in diesen 8,5 Tagen hat meine Nachbarin hier, ja, wie sagt Sebastian doch so schön, den Facility Manager gemacht. Was hatte sie zu tun? Einen Blick auf den Abschäumer zu werfen, wie voll der Topf ist und vorportionierte Futtermengen dem Aquarium zuzuführen. Gleichzeitig noch ein bisschen schauen, wie sieht es generell aus, ist irgendwas ausgefallen, so mal einen groben Blick drüber schmeißen. Ja, aber ansonsten, der Rest ist und war und ist automatisiert. Habe ich ja im Endeffekt durch meine, ja, durch das komplette Reef Factory System habe ich mein Becken hier überwacht. Den KH-Keeper habe ich immer, wenn ich dann mal Internet hatte in der Schweiz, mal eben angestoßen, um zu gucken, wo mein KH-Wert ist, damit er dann gegebenenfalls auch eingreifen kann. Da er ja immer noch defekt ist und auch bleibt. Ich werde irgendwann in nächster Zeit werde ich ein neues Gerät bekommen. Da werdet ihr dann dementsprechend noch darüber informiert. Aber ich glaube, viele wissen schon, worum es sich handeln könnte. Ich kann es tatsächlich offiziell noch nicht sagen, wann es soweit ist. Aber es wird definitiv kommen. Ja, Automatisierung, alles schön und gut, wenn das Material funktioniert. Und es hat jetzt tatsächlich mit dem KH-Keeper angefangen, mit dem Board, dass da ein Fehler drauf ist und ich eine entsprechende Datum-Uhrzeit angezeigt bekomme, die halt jenseits von Gut und Böse ist und somit eine automatisierte Messung nicht mehr möglich ist. Warum das nicht repariert wird, hatte ich euch mal erzählt, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aus dem Grund habe ich auch da jetzt nicht weiter interveniert. Sage euch halt nur, dass das Gerät jetzt nach 1,5 oder fast 2 Jahren diesen Defekt hat und dass da halt ein kostenpflichtiger Austausch der Platine notwendig wäre. So, dann bin ich ja vor dem Urlaub hingegangen und habe meine Osmose-Nachfüllung automatisiert, auch mit Geräten von Reef Factory, Level-Sensoren. Die mir im Prinzip sagen, obere Grenze, untere Grenze. Das hat auch sehr gut funktioniert. Die Level-Sensoren tun bisher das, was sie sollen. Entschuldigung. Und das ist halt eine feine Sache. Gehen wir da mal ein kleines bisschen näher drauf ein. Ich blende euch das mal mit ein. Ich habe tatsächlich hinten in meinem Osmosetank 2 entsprechende Level-Sensoren verbaut, die dafür zuständig sind, dass ich halt ohne Probleme eine Info bekomme, pass auf, du hast jetzt kein oder nur noch wenig Osmosewasser in deinem Tank drin. Wir gehen jetzt hin und schalten dir deine Anlage unten ein. Unten an der Anlage befindet sich ein Power-Switch der Firma Reef Factory, der dann durch diese Level-Sensoren per Aktion angesteuert wird. Das funktioniert sehr gut. So, damit aber nichts weiter passiert, habe ich ja noch zusätzliche Sicherheiten eingebaut. Einmal hat dieser Power-Switch da unten eine Maximallaufzeit von 70 Minuten. Das heißt, meine Anlage da unten produziert, müsste ich jetzt ausrechnen, keine Ahnung, sie produziert auf jeden Fall auf den Tag gesehen ihre 1900 Liter. Und da unten gehen so ungefähr 50, 60 Liter rein. Ist das 80er Blenny, ein bisschen Luft nach oben habe ich gelassen und unten ist natürlich auch noch was drin. Also sage ich mal 50, 60 Liter.
Ich blende euch die Zeiten noch mal eben kurz mit ein. Ja, was haben wir noch? Hier oben ist ein Schwimmerschalter drin. Nicht Schalter, mechanischer Schwimmer im Osmosebecken, der mir dafür sorgt, dass wenn die Zeit erreicht ist und der Level-Sensor nicht abschaltet, aus welchem Grund auch immer, dass er dann hingeht und dann die Zufuhr von Osmosewasser in den Osmosetank stoppt. Dann baut sich ein Druck auf und meine Anlage unten schaltet ab oder schaltet in den Minimalmodus rein. Wie gesagt, wenn die Anlage oder wenn das ganze System aktiviert wird über den Power Switch, läuft ein Timer beim Power Switch mit und wir haben halt hier oben diesen entsprechenden Sensor bzw. den Schwimmer drin, der dafür sorgt, dass wenn dieser Sensor, der obere Sensor, wenn der ausgelöst wird, soll unten der Power Switch ausgeschaltet werden, wenn der nicht auslösen sollte, dass dann halt nach einer Zeit von, ich glaube 70 Minuten habe ich eingestellt, die Anlage bzw. unten der Power Switch sich ausschaltet. Somit dann die Anlage unten vom Strom geht und kein weiteres Osmosewasser zugeführt wird. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, hat sich einmal bei mir im Urlaub aktiviert und ist dann dementsprechend gelaufen. Ich habe dann eine Meldung gekriegt, es ist jetzt der untere Punkt erreicht. Das habe ich so eingestellt, dass ich eine Push-Benachrichtigung bekomme. Und es kommt eine Push-Benachrichtigung, es wurde ausgeschaltet. Gleichzeitig würde ich aber auch eine Push-Benachrichtigung kriegen, wenn die Zeit vom Power Switch erreicht wurde, die Maximallaufzeit. Das kann ich auch einstellen, dass ich dann dementsprechend darüber eine Information bekomme. Dann weiß ich, aha, da stimmt schon wieder irgendwas nicht. Ja, das hat funktioniert. So, jetzt habe ich in meinem Rückförderbecken ja die umgebaute Halterung für die Level-Sensoren. An den Level-Sensoren selber habe ich nichts gemacht, sondern nur die Halterung habe ich umgebaut. Blende ich euch mal eben mit ein. Und wie es jetzt im Nachhinein aussieht. Vorher hatte ich jetzt tatsächlich kein Bild gemacht. Schmeiß weg. Läuft noch? Ja. Und ja, es war tatsächlich so, dass ich zweimal erhöhten Wasserstand gemeldet bekommen habe. Heißt also, dass mein unterer Schwimmersensor vom Level Keeper nicht ausgelöst hat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die neue Pumpe in Verdacht, weil ich eine Variante der A200 von Abyss hier jetzt am Laufen habe, kommen wir später zu. Kann ich euch aber noch nicht genau sagen, warum, weshalb, wieso und was es genau für eine ist. Aber ich kann euch sagen, dass es eine ist oder mal kurz zeigen. Aber ist so nicht ersichtlich, was sie tatsächlich kann und was sie macht. Von daher ist erstmal weg. Also, zu dem Zeitpunkt habe ich auch unter anderem halt die neue Pumpe eingebaut und habe gedacht, oh, ja, es stimmt irgendwas nicht. Mein entsprechender Sensor bzw. oberer Sensor schlägt Alarm vom Level Keeper. Was ist denn da jetzt schon wieder falsch? Habe ich gedacht, dass irgendwas mit der Pumpe nicht stimmt, dass sie Wasser, die Luft gezogen hat, dass sie vielleicht ausgeschaltet hat. Dem war tatsächlich nicht der Fall. Also ich habe die Pumpe auch unter anderem an der Smart-Steckdose dranhängen und da kann ich genau sehen, dass die dann halt sauber durchläuft. Ja, ich habe das jetzt Ganze nochmal resettet, nochmal geguckt, blende ich euch mit ein. Und da kann ich dann halt auch genau sehen, ob irgendwas passiert ist, ob irgendwo Strom weggegangen ist oder zu viel oder wenig oder mal kurz ausgegangen ist. Das kann ich daran sehen. Dem war tatsächlich nicht so. Habe ich natürlich erstmal gedacht, jo, wird schon nichts sein. Hab Pumpen überprüft und ja, hab aber an den Level-Sensor selber nicht gedacht. Und da war auch nicht irgendwie irgendwas dazwischen. Dieser Sensor, ja, das habe ich erstmal so nicht am Schirm gehabt. Jetzt vorgestern, das habe ich aber auch bei Insta gepostet, ruft mich meine Frau an. Hier ist Sturm im Wasserglas. Ich sage, wie? Ja, deine Pumpe zieht Luft. Du hast ganz viele Luftblasen im Becken. Ich sage, hä, wie das denn? Tatsächlich so der Fall gewesen, dass dass der Level Keeper eine gewisse Zeit lang
nachgepumpt hat, gepumpt, wieder zum oberen Wasserstand gekommen ist oder zu einem höheren Wasserstand, weil ich habe da unten ja noch eine Sicherheit eingebaut. Das ist ja nicht nur, dass sich auch der Levelkeeper nach einer Zeit X, war auf 15 Minuten gestellt, ausschaltet, sondern unter anderem auch ein Schwimmer wieder da drin ist. Und der Schwimmer war halt höher und es wurde kein Wasser mehr zugeführt. Die Pumpe lief und lief und lief und lief in die 15 Minuten rein. Komischerweise habe ich darüber keine aktive Meldung gekriegt. Kann ich auch nochmal durchgehen und gucken, aber sie wurde mir nicht aktiv angezeigt. Oder ich habe sie übersehen. Ist ja jetzt auch erstmal wurscht. Fakt ist, wenn diese Zeit erreicht ist, also sprich die maximale Laufdauer, dann schaltet sich das Gesamtsystem ab. Das heißt, der Levelkeeper geht von dem Intervall, den ich eingestellt habe, bei mir sind 60, alle 60 Minuten überprüft er den Wasserstand, geht er hin und schaltet sich aus. Füllt also nicht mehr nach. Da ich das nicht mitbekommen habe, ist natürlich das Wasser verdunstet und irgendwann war hinten im Rückförderbecken nicht mehr genug Wasser drin und natürlich wurde dann Luft gezogen über die Pumpe. Und dann hat man halt besagten Sturm im Wasserglas, der halt hier recht unschön aussah. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich in die App reingeguckt, sage, jo, alles klar. Da fehlt Wasser, beziehungsweise das Gerät hat sich ausgeschaltet. Ich habe es erstmal wieder eingeschaltet für eine Zeit X, damit Wasser nachgefüllt wird aus der Entfernung. Wasser wurde nachgefüllt, es war wieder genug drin, die Luftblasen verschwanden und dann war das Thema erstmal für den halben Tag okay. Ich habe dann anschließend selber nochmal hier und da nachgefüllt, also habe den Intervall eingeschaltet. Und habe ihn auch händisch wieder ausgeschaltet, um ja erstmal keine Schäden zu verursachen. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe dann die Anlage überprüft. Und siehe da, tatsächlich, der Nassschwimmersensor, also der Sensor, der im Prinzip ständig unter Wasser ist oder am Wasser dran ist, der funktionierte nicht mehr. Der hat nicht mehr geschaltet. Also der hat im Prinzip seine Endstellung erreicht, hat gesagt, jo, ist Wasser drin und blieb da. Habe ich den zweiten Sensor, der Trockensensor, der halt nur ab und zu dann mal nass wird, wenn ich das, die Pumpe ausstelle und dann der Wasserstand im TB steigt, sich der mal bewegt. Wenn ich den bewegt habe, dann ist es halt so gewesen, dass der ausgelöst hat, so nach dem Motto, du hast einen zu hohen Wasserstand. Der funktioniert noch. Ja, ich bin dann hingegangen und hatte ja noch hier meine China-Schwimmer vom Amatus und habe dann erstmal geguckt, bin hingegangen, habe mir einen separaten Stecker genommen und habe erstmal geguckt, funktioniert da überhaupt die Zuleitung zum Levelkeeper noch. Das heißt also Stecker, zwei blanke Drähte, wenn sie nicht verbunden sind, darf der nichts anzeigen, wenn sie verbunden sind, muss er sagen, jo, passt. Habe ich gemacht, hat auch so funktioniert. Hat mir dann also im Endeffekt gesagt, ja, der Schalter funktioniert, es ist also im Endeffekt der Sensor gewesen. Da bin ich dann hingegangen, habe meinen China-Sensor eingebaut. Entsprechendes Bild, wie es jetzt tatsächlich ist, blende ich euch mit ein. Und der bleibt jetzt auch erstmal da drin, bis ich die Lieferung von Mutze bekomme. Da habe ich mir zwei neue Sensoren bestellt, und zwar von der Firma Tunze. Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, der Levelkeeper ist anderthalb Jahre alt oder etwas über ein Jahr. Und nach einem Jahr schon Ausfall des eigentlichen Nasssensors ist schon eine verdammt arme Kiste. Finde ich sehr schwach. Gut, jetzt habe ich wirklich an alles gedacht. Ich habe das Ding nicht einfach kopflos eingebaut, sondern ich habe mir Sicherheiten eingebaut. Ich habe einen Timer mit eingebaut, dass halt nichts passieren kann. Das muss man im Hinterkopf behalten. Und grundsätzlich finde ich das Ding ja auch okay. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass halt diese Sensoren nach einer so kurzen Zeit ausfallen. Wie gesagt, ich werde da mit Refactory auch nicht irgendwie korrespondieren oder sonst irgendwas, weil A ist das Gerät ja sowieso aus dem Sponsoring raus und B wollen die eh nicht mehr mit mir kuscheln. Von daher ist mir das wurscht. Bastel ich mir selber was dahin, was dann im Endeffekt wahrscheinlich länger hält. Denke ich zumindest. Werden wir sehen. Wie gesagt, das ist schon mal Fakt. Ich werde da wie gesagt, demnächst beide Sensoren austauschen,
gegen zwei Level-Sensoren von Tunze und werde die dann dementsprechend mit dem vorhandenen Kabel verbinden, sodass ich ganz einfach auch nur per Stecker das Ganze wieder zusammenstecken muss. Die Kabel von Tunze sind, glaube ich, 1,5 auf 2 Meter lang oder nicht sogar noch ein bisschen länger. Da kommt dann halt hinten der entsprechende Rundstecker dran, der jetzt da ist, wird verlötet, Schrumpfschlauch drüber, bleibt, ist sowieso im Trockenbereich. Dann ist das kein Thema und dann können diese Sensoren jetzt da arbeiten. Tja, das war dann im Prinzip das, was tatsächlich mir so ein kleines bisschen mal wieder den Tag vor 3 Tagen versaut hat. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das funktioniert jetzt erstmal. Wie gesagt, da ist jetzt der China-Sensor drin. Tunze wird dann dementsprechend mit aushelfen bzw. eingreifen. Ich habe die Dinger bei Mutze bestellt. Braucht noch ein bisschen, bis sie da sind. Und ja, dann baue ich das um und dann können wir uns das nächsten Monat mal angucken, was ich da gemacht habe. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, ich habe da mal unten aufgemacht, um euch mal wieder die Technik um die Ohren zu hauen. Und was soll ich sagen? Ich kann mich eigentlich nicht genug beschweren. Wie immer. Das Becken rennt soweit ganz gut. Ich hatte tatsächlich jetzt, als ich aus dem Urlaub gekommen bin, hatte ich leichte Defizite gehabt. Was war denn das genau? Ach stimmt. Mein KH-Keeper fängt langsam aber sicher an, jetzt nach 2 Jahren, dass die Sonde etwas nachjustiert werden muss. Also somit habe ich einen falschen KH-Wert angezeigt gekriegt, weil die Sonde nicht mehr das anzeigt, was sie soll. Musste ich nachjustieren und nachkalibrieren. Ist aber nicht das Problem. Ich habe eine neue Sonde da liegen. Eine Billigsonde, also kein Thema. Somit lag ich mit dem KH falsch. Ich hatte zu viel Calcium drin. Ich lag, glaube ich, bei 470. Und dementsprechend zu wenig KH. Ja, das hängt ja alles zusammen. Von daher musste ich hingehen, musste das Ganze anpassen. Das heißt, ich habe erstmal 3 Tage lang kein Calcium dosiert, dann ist das Calcium natürlich abgesackt und gleichzeitig im Gegenzug ging der KH nach oben. So, musste ich natürlich öfters messen, nachdem ich dann das Gerät wieder einigermaßen eingestellt habe und überprüft habe mit meinem Tröpfchentest und mit der Referenz von ATI, den Tröpfchentest überprüft, so, bin ich dann halt hingegangen und habe das Ganze erstmal wieder auf ein Level gezogen, sodass wir jetzt bei charmanten 7,5 ungefähr sind und der Calciumwert liegt bei 420 ungefähr, circa. Das passt dann jetzt also soweit. Also das ist wieder gerade gezogen. Den Korallen geht es dann jetzt auch wieder gut. Und ja, mein Phosphatwert pendelt momentan zwischen 0,06 und 0,09. So je nachdem, was ich fütter und wie viel ich fütter. Ja, also ihr seht das Problem, sie steht natürlich oder sitzt gerade immer wieder vor dem Aquarium. Von daher, ja, muss ich jetzt nichts weiter zu sagen. Aber okay. Ja, im Endeffekt ist es so, ihr seht, es ist eine neue Pumpe eingezogen, beziehungsweise da ist ein neuer Controller, der ziemlich viel Platz einnimmt. Und ja, es ist eine Pumpe von Abyss. Worum es sich genau handelt, kann und darf ich euch noch nicht sagen. Ihr seht einfach nur einen Controller, ja, und es ist eine Variante der A200. So, mehr kann ich euch nicht sagen, mehr darf ich euch nicht sagen. Ist so. Aber warum ist die da drin? Weil es in meinen Augen jetzt erstmal Zeit wurde, dass da mal wieder eine neue Pumpe einzieht. Und ich ja mit dem Alex gesprochen habe und der Alex hat gesagt, ja, kein Problem, ich habe da was für dich, probier es mal aus. Die läuft jetzt erstmal eine Zeit lang bei mir und irgendwann im Laufe des Jahres darf ich da mehr zu sagen und werde euch auch da mehr zu sagen. Warum ist die Aquamedic raus? Da war jetzt nichts wirklich großartig mit. Die Pumpe ist jetzt 2 Jahre bei mir gelaufen. Da werde ich jetzt demnächst auch noch ein entsprechendes Video zu machen. Ein 2-Jahres-Review zur DC Runner. Die hat ihren Dienst gemacht. Die war okay. Hat ihre Leistung gebracht. Aber ihr wisst, ich berichte halt nur über Sachen, Mensch, die ich auch tatsächlich im Einsatz habe. Und von daher, wenn ich über eine Abyss-Pumpe irgendwann berichten möchte, muss ich dann halt auch eine hier laufen haben, damit ich weiß, wovon ich rede. Ja, das ist erstmal der Punkt, der
jetzt neu eingezogen ist. Kommen wir zum nächsten. Ja, was haben wir noch? Wirbelbettfilter von Aquabee. Läuft so, wie ich mir ihn vorstelle. So soll es sein. Kann mich also nicht genug beschweren. Dafür nochmal Däumchen hoch da, Aquabee. Also das Ding tut, was es soll. Es ist nicht zu hören. Und jetzt im Endeffekt muss man ganz ehrlich sagen, das Becken ist sowieso schon flüsterleise. Bis auf die Tatsache, dass halt momentan immer die Ventilatoren an- und ausspringen. Wir haben halt momentan etwas mehr Temperatur hier. Haben wir eigentlich nur noch einen Punkt, der mich diesen Monat so ein kleines bisschen, nicht auf die Palme gebracht hat, aber was dann halt auch nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden musste, beziehungsweise ersetzt werden musste. Und zwar geht es sich um meine USV. Die USV hat jetzt tatsächlich nach dieser, so 3 Jahre habe ich sie jetzt, die Batterien nicht mehr aufgeladen. Ich habe jetzt mir neue Batterien organisiert und prüfe gerade, ob es an den Batterien gelegen hat oder ob irgendwie an dem Lademechanismus was nicht in Ordnung ist. Wäre natürlich schade, ja. Wenn dem dann so wäre, dass irgendwas an dem Lademechanismus ist, dann muss ich eben gucken, dass ich die USV dann in irgendeiner Form ersetze durch was anderes, weiß ich noch nicht. Vielleicht habt ihr da mal Ideen, die jetzt in Anführungszeichen nicht ganz so teuer sind, weil die USV, die ich da habe, kostet jetzt 170 Euro. Das ist ein fertiges Ding. Ja, hinstellen, anschließend glücklich sein. Es gibt natürlich auch noch andere Varianten mit Wechsel, Stromrichter und so, all solche Sachen, die man sich basteln kann. Stellt man sich eine Autobatterie hin. Geht alles, ja, ist richtig. Aber soll natürlich auch wenig Platz einnehmen. Das kommt noch dazu. Die Batterien sind heute gekommen. Ich werde die sind jetzt gerade da hinten frisch eingebaut. Und dann gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert, ob das Gerät auflädt. Ob die Batterien soweit in Ordnung sind. Also sprich die Ladefunktion. Sollte das so okay sein, dann wird das Teil wieder verbaut. Momentan arbeite ich ohne entsprechende Zusatzabsicherung. Aber ja, im Sommer sollte man ja eigentlich meinen, dass Stromausfälle geringer sind. Aber okay. Ja, das ist dann im Endeffekt auch noch zusätzlich passiert. Ja, was haben wir noch? Ihr seht, das Becken ist soweit in Ordnung. Ich habe hier und da ein bisschen was verändert. Meine SPS hier hinten, die sind soweit okay. Wo ich mir noch einen neuen Platz für aussuchen muss, ist tatsächlich meine Montipora Star Wars. Die ist da hinten nicht ganz so okay. Die braucht ein bisschen mehr Saft. Die ist in den inneren Bereichen, hat die teilweise schon abgebaut. Vorne passt das soweit. Also ich muss mir die noch anders positionieren. Die steht da dann noch nicht so hundertprozentig. Dann ist tatsächlich in der Mitte, wo meine Shortcakes stehen, ist ein Teil der Shortcakes eingegangen. Das war das Resultat im Endeffekt daraus, dass halt die Verhältnisse nicht gepasst haben mit dem Calcium, mit dem KH und mit dem zu vielen Phosphat, was ich ja mal hatte. Ich habe ja schon oder sag ja grundsätzlich immer, SPS und Akkus sind ganz große Zicken diesbezüglich. Die sagen dir erst 14 Tage später, dass du blöd bist. Und das war es im Prinzip schon. Hab das Ganze mehr oder weniger gerade gezogen. Hab jetzt hier und da auch noch ein paar Korallen vom Sebastian gekriegt, die jetzt hier gerade zwischengeparkt sind, die dann nächste Woche zum Thorsten gehen. Da werden wir dann dementsprechend sein neues Becken starten. Wir haben auch hier aus dem Bereich noch jemanden, der noch Korallen vorbeibringt, die auch für ihn sind, damit wir das Becken so voll wie möglich packen können. Ja, was haben wir hier noch? Ich muss mal kurz einen Schnitt machen und ein bisschen Brainstorming, sonst vergesse ich noch irgendwas, was sonst noch passiert ist. Also, kurzer Schnitt.
Da ist es mir wieder eingefallen, es fiel mir ein wie Schuppen vor den Augen. Nein, es fiel mir, ja, egal. Ich habe das Strömungskonzept geändert. Und zwar habe ich die Einstellung der Ocean Motion geändert. Ich bin ja bisher hingegangen und hatte immer so die Einstellung, so eine Minute auf anderthalb in eine Richtung und dann weiter. So, jetzt bin ich im Endeffekt einmal durch den Alex von Abyss, der neulich hier ein Video rausgebracht hat, hier von dem Torben. Wenn man jetzt hier runter guckt, sieht man, hier in der Ecke hängt so eine AFC 400. Das ist also die mittelgroße Variante unserer Strömungspumpen. Die kleine für zu Hause, für den Heimanwender AFC 150. Das ist die AFC 400. Eine Nummer größer haben wir beim Joe gesehen, AFC 1200. Hier nehmen wir die 400er und davon zwei. Das, was jetzt hier besonders ist, wir haben hier vom Andy, von Seawater Engineering, ein Ocean Motion eingebaut. Das heißt, diese Pumpe verändert ihre Position. Ich glaube, alle 50 Minuten in etwa dreht sich in diesem Becken die Strömungsrichtung komplett um. Das ist natürlich genial. Das heißt, wir versuchen auch hier wieder, wie schon bei den anderen großen Becken erklärt, das gesamte Wasservolumen vernünftig zu bewegen, um später dann vielleicht noch einzelne Spots nachträglich nochmal zu beströmen. Aber das Große muss erstmal einmal in die Runde gedreht werden und das machen wir hier abwechselnd im Uhrzeigersinn und dann entgegengesetztes Uhrzeigersinn. Dadurch dreht das Gerät programmiert irgendwann die Pumpe einfach rüber und die gesamte Strömungsrichtung kehrt sich um. Wo ich jetzt auch neulich mal war, ja, das große 45.000 Liter Becken, waren es 45.000? Ich glaube schon, ja. Hat er das Prinzip der Strömung so ein bisschen erklärt und hat dann gesagt, ja, das muss sich natürlich auch erstmal alles aufbauen. Das Wasser muss in Bewegung gebracht werden. So, wenn ich jetzt nur eine Minute in die eine Richtung puste, muss ich natürlich erstmal gegen den bestehenden Druck, der generell da ist, ankämpfen, damit ich Wasser überhaupt in die entsprechende Richtung gedrückt kriege. Jo. Jetzt bin ich hingegangen und habe eigentlich die Zeiten verändert, in der im Prinzip die Pumpe umgestellt wird. Und zwar bin ich hingegangen und habe die tatsächlich so ein kleines bisschen aufeinander abgestimmt, dass wir immer eine Art Ringströmung oder eine kollidierende Strömung kriegen und dann anschließend wieder eine Ringströmung in die andere Richtung. So ist das jetzt eingestellt. Ich habe die Zeiten so zwischen 5 und 10 Minuten eingestellt auf den verschiedenen Punkten, aber das im Endeffekt gleich. Und so, dass sie immer in irgendeiner Form gegeneinander, miteinander oder halt dann im Kreis links rum, im Kreis rechts rum drehen und somit eigentlich, ich sag mal, verschiedene Strömungen immer in diesem Becken herrschen, aber auch, ja, Unterschiede halt da sind, weil ich habe es teilweise hier und da bei den SPS gesehen, dass es zu wenig war, dass halt zu wenig Strömung da teilweise angekommen ist, dass sich da Ablagerungen hier vorne zwischen den Korallen abgesetzt haben. Ganz besonders habe ich es gesehen hinten bei meinen Hammerkorallen und bei den Glabreskens, beziehungsweise bei den vorderen Hammerkorallen, da war teilweise zu wenig Strömung. Da setzte sich zwischen den Köpfen setzte sich Mulm ab und das ist eine Sache, die eigentlich gar nicht sein darf, weil das ist unter anderem auch ein Grund, warum Korallen bzw. auch die Hammerkorallen hier und da eingehen könnten. Damals war es allerdings bei mir bakteriell, wurde nicht vernünftig beströmt. Wahrscheinlich hat das Ganze noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, unterstützt den bakteriellen Befall. So, jetzt habe ich die Strömung verändert. Ihr seht, da hinten ist gut was los. Meine Glabreskens ist da ganz gut am Wedeln und die vorderen Euphilien sind auch ziemlich gut dabei. Den Einlass von der Rückführung von der Abyss habe ich jetzt nach links rüber gelegt, sodass es hinten gegen die Wand geht und nicht rechts gegen die Wand, dass da auch dann noch dementsprechend zusätzlich Bewegung reinkommt, um da hinten in der Ecke, ich sage es mal, den Mulm ein kleines bisschen besser aufzuwirbeln und ins Gesamtsystem reinzubringen. Das war unter anderem oder ist unter anderem wahrscheinlich hier so ein kleines bisschen das Problem, dass ich halt trotz bewegter Strömung tatsächlich hier und da vielleicht ein bisschen zu wenig hatte. So, jetzt habe ich das im Prinzip das Konzept aufgegriffen, dass ich halt länger beströme in die entsprechenden Richtungen, dass das Ganze aufeinander abgestimmt ist. Und jetzt schauen wir mal weiter, ob das so wirklich gut funktioniert. Also zumindest in diesem großen Aquarium vom Torben funktioniert das wunderbar. Da sind ja zwei AFC 400, glaube ich,
blende ich mal mit ein, verbaut und die arbeiten tatsächlich gegeneinander. Miteinander. Also sprich, wenn die eine rechts an der Wand vorbei pustet, ist die andere links und arbeitet der zu. Und nach, glaube ich, einer Stunde oder so wird das Ganze dann einmal umgemodelt. Dann ist die rechte, die vorne an der Wand vorbeigeht, und die linke geht dann hinten in die andere Richtung. Und dann wird das Becken einmal komplett umgewirbelt, umgekehrt das Ganze. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ist viel passiert. Aber es ist nicht so schlimm gewesen, dass es jetzt hier das Becken gegen die Wand fährt. Es sind hier und da mal wieder kleine Verluste da gewesen. Aber nichts, wo ich jetzt sagen muss, ich habe vollkommen den Mist hier gebaut, sondern tatsächlich so ein bisschen Routine reingekommen, ein bisschen zu wenig gemessen, sich ein bisschen zu viel auf die Technik verlassen. Ich sehe gerade, ich müsste mein Ozon zurückstellen, weil ich unten mit meinem MV-Monitor gerade sehe, ich bin bei 480 und 460 sollte ich glaube ich sein. Also etwas zu viel Ozon im Becken. Ja, und all solche Sachen, die dann halt ja im Sommer, ich sag mal, so ein kleines bisschen vernachlässigt werden, weil dann machen wir auch nicht so viel an dem Becken, denken, ja, läuft schon, passt schon. Haben wir beim Sebastian im Endeffekt gesehen. Wenn Routine reinkommt und man denkt, ja, sieht doch alles gar nicht mal so schlecht aus, kann es tatsächlich dann zu Problemen kommen. Aber da haben wir ja jetzt auch gehört, er ist auf einem guten Weg. Wir sind wieder fast da. Im Endeffekt kann ich euch jetzt auch sagen, dass wir bei einer 0,08 sind. Jetzt müssen wir gucken, wie viel den Tag tatsächlich verbraucht wird. Wir haben das Lantan abgesetzt und der Wert fällt weiter. Und von daher, ja, müssen wir jetzt dann gucken, dass wir noch eine, entweder das übers Futter auffangen oder wir fangen das tatsächlich wieder über eine Zudosierung auf und müssen dann natürlich die ganzen Sachen überprüfen, die wir da machen. Genau das gleiche Spiel muss ich hier halt auch mal wieder machen, ne? Blödmann. Regelmäßiger messen und sich nicht zu sehr auf die Technik verlassen. Und das habe ich nämlich getan. Ja, ist natürlich bequem, so viel Technik einzusetzen und zu glauben, dass die auch dann störungsfrei funktioniert. Das könnt ihr mal pauschal vergessen. Ja, ja, Leute, tatsächlich habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen, und zwar das Wichtigste hatte ich auch angekündigt. Deshalb drehe ich das jetzt gerade, wo ich hier das Video am Schneiden bin, nochmal nach und füge das ein. Und zwar geht es um mein Pinzett, den kleinen Drecksack. Nee, nicht Drecksack. Topfisch, absoluter Topfisch. Warum? Weil er jetzt endlich das gemacht hat, was er tun soll. Er hat die Glasrosen vernichtet. Es ist tatsächlich, bis auf die eine einzige Glasrose, die ich vom Sebastian bekommen habe, ich guck gleich nochmal ins Becken, ist keine einzige Glasrose mehr im Becken. Der hat endlich das gemacht, was er tun soll. Dafür nochmal einen dicken, fetten Daumen an die Sauerborn, der mir diesen Fisch ja verkauft hat, der futterfest ist, der auch an normales Futter dran geht. Das hat wunderbar funktioniert, kann ich nur empfehlen. Wobei ich allerdings wieder auch dazu sagen muss, es ist tatsächlich Glück. Weil wenn der im Laden frisst, heißt das noch lange nicht, dass der bei euch zu Hause frisst. Und von daher solltet ihr bitte immer darauf achten, dass wenn oder bedenken, dass wenn man so ein Tier kauft und hingeht, das Ganze ja sieht, dass er dann auch im Laden gefressen hat, muss das nicht heißen, dass er auch bei euch zu Hause frisst. Also ihr solltet auch im Hintergrund haben, erstmal genug anderes Futter, das er fressen könnte, wie zum Beispiel bei mir die Röhrenwürmer. Die haben sich ja tatsächlich bei mir jetzt richtig entwickelt und ja, Plage ist es nicht unbedingt geworden, aber es ist definitiv, sind sehr viele. Das ist sehr gutes Ersatzfutter für ihn. Und ja, tatsächlich, entweder im Urlaub oder ich habe auch vorher nicht so richtig ins Becken geguckt, hat er tatsächlich die komplette Glasrosenplage vernichtet. Ich blende euch das mal eben kurz mit ein, beziehungsweise macht da eine kurze Videosequenz als Top-View von oben, dass tatsächlich nur noch Röhrenwürmer zu sehen sind. Und das finde ich absolut geil. Das ist also, es hat tatsächlich endlich mal funktioniert. Ich habe Glück gehabt. Ja, jetzt müsste ich ihn eigentlich nur noch ins Amatus XS reinsetzen. Nein, mein Scherz. Da sind nämlich auch Glasrosen drin, aber die kann ich anders bearbeiten. Ja,
Das war noch so ein kleiner Zwischeneinspieler, das, was ich vergessen hatte aufzunehmen in der Zeitblase da vorne. Und dann machen wir jetzt im regulären Programm. Solltet ihr noch Anmerkungen, Fragen, Sorgen, Nöte, unsinnige Anträge haben oder irgendwas ergänzen wollen zu dem, was ich hier erzählt habe, oder sollte ich Mist erzählt haben, schreibt es auch mit runter in die Kommentare, kann ich dann gegebenenfalls das nächste Mal richtig stellen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, freue mich dann aufs nächste Mal. Schauen wir mal, was dann kommt, weil jetzt ist erstmal, nächste Woche findet ja das Einrichten des Aquariums beim Thorsten statt. Da bin ich am Freitag unterwegs, Samstag. Samstag fahren wir, kommt eben hier vorbei, holt mich ab. Und am Sonntag werden wir dann das Becken live einrichten, also seid dementsprechend dabei. Da geht es schon wieder live bei mir. War ja auch ein hartes Wochenende jetzt. Freitag das Live für die Lampe. Wie es gelaufen ist, weiß ich noch nicht. Bin ja jetzt hier in der Zeitblase. Gestern die Info vom Sebastian, heute das Tagebuch. Meine Fresse, da habt ihr heute aber dieses Wochenende so richtig was um die Ohren gekriegt. Ja, und nächste Woche geht es dann halt live weiter beim Thorsten. Also, in diesem Sinne, schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper. Ciao.